Lieber Matthias Strolz, für mich auch was Besonderes. Ich habe sehr viele prominente Menschen auch immer wieder am Ohr, weil ich sage, wir brauchen nichts Neues, sondern die Bündelung der Energien. Und ich würde mir so eine Politik eigentlich mit so einer Art Waisenrat, mit Vorbildern wünschen. Du bist offensichtlich eines, weil du auch große Dinge in Bewegung bringst. Und ich habe jetzt eine kleine Vermutung, und das wäre die erste Frage an dich. Tickt Ländle anders? Seid ihr anders im Ländle? Ich habe da solche Erfahrungen. Wie siehst du das? Naja, zum einen bin ich ja schon, ich bin schon 29 Jahre weg aus dem Ländle, muss ich dazu sagen. Bin schon länger weg, als ich dort war, aber natürlich die Kindheit und die Jugend prägen sehr. Und ja, ich glaube schon, dass natürlich jeder Ort seine besondere Energie hat. Und wir sind alle Mannen, das heißt, wir sind sehr emsige Leute, sehr pflichtbewusst, Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Ich komme dazu noch aus dem Hochgebirge, da irgendwie katholisches, alemannisches Hochgebirge, Bergbauernbub. Also das ist eine besondere Muttermilch. Da ist viel Gutes dabei, finde ich, und einiges, was dann auch aussortieren musst, wenn du in die Stadt kommst. Weil es ein anderer Kontext ist. Also dieses, zum Beispiel dieses Arbeiten, bis es weh tut, das habe ich gelernt, das ist für Handarbeiter was anderes als für Kopfarbeiter. Weil beim Kopfarbeiter tut es später weh, läufst aber natürlich Gefahr, dass dich selbst dabei völlig übersiehst. Ne? Der Handarbeiter, wenn er wirklich viel arbeitet, am Tag ist am Abend einfach weiß, er hat gearbeitet. Beim Kopfarbeiter ist es nicht so eindeutig. Ne? Es gibt und vielleicht auch nicht so sichtbar. Nicht so sichtbar, genau. Also insgesamt ja, ich meine, das Land profitiert von diesem Kräftedreieck zwischen Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein-Viereck, wenn man so will. Höchste Exportquote Österreichs, war immer sehr international. Großer Strukturwandel ab den 70er, 80er Jahren. Textilindustrie war riesig, ist heute nicht mehr riesig. Dafür viele Hidden Champions, die das Seilbahnbau ist oder Verpackung oder Scharniere für, also da ist viel auch Erfindergeist, der da im Rheintal wohnt. Und dann tickt es, da bringt es auch wieder ein bisschen anders. Das war lange sehr abgeschottet, die haben aber irgendwie sich neu erfunden mit Architektur, mit Holz, mit Tourismus. Montafon anders, ja. Aber gut, ich meine, ihr seid in Salzburg auch ein Powerhouse. Nicht? Bin immer fasziniert. Der Großraum Salzburg-Stadt hat ja 1 Million Leute fast, das Einzugsgebiet. Ja? Wenn du das von oben betrachtest. Und dann, wenn du in Lunga runterfährst, bist du gefühlt eine Tagesreise weg von Salzburg-Stadt. Jedenfalls Vielfalt in unserem Land und ich bin österreichweit unterwegs. Aber ein Punkt noch, das könnte so ein gemeinsamer Nenner sein. Wir haben bei Wertebotschafter, Mentoren und du hast gesagt, Bergbauernbub. Mhm. Was wird ein Bergbauernbub mitgeben? Weil fast alle bei uns kommen von Bauern. Also irgendwo darf in den Genen sein. Das wäre vielleicht auch eine spannende Verbindung jetzt zur wirtschaftlichen Situation. Bauern haben die Kleinstrukturen wieder Zukunft. Wie suchst du das als wirklicher Verbinder? So nehme ich den nämlich wahr. Was meinst du, wie ich den Stellenwert der Landwirtschaft sehe, oder was meinst? Genau, den Stellenwert, den Iststand, der immer gesagt hat, unsere tollen Bauern und dennoch sperren 5, 6, 7 zu am Tag österreichweit, irgendwo ein bisschen in Vergessenheit geraten. Konnte es also eine Wiederbelebung werden? Hat die Bauernschaft Zukunft aus deiner Sicht? Ja, Zukunft hat sie jedenfalls. Das glaube ich schon. Es ist ein harter Job. Ich glaube, den kannst du nur machen, wenn du wirklich die Berufung auch spürst. Ansonsten verzweifelst du dran, auch an der Arbeitsbelastung und an dem, was du halt angehängt bist. Das ist, er ist nicht so sehr im Zeitgeist. Wir sind ja alle auch Kinder des Individualismus und wollen unsere Freiheiten haben und auch einmal 2 Wochen abhauen können im Sommer und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, wenn du Bauer bist. Natürlich kann man alles organisieren und das wäre auch immer mein Tipp für die Bauern, es ist viel mehr möglich, als sie selbst glauben an Organisation. Ja? Und ich glaube halt, dass natürlich
einerseits diese Krise natürlich hier den Blick schärft und die Achtsamkeit, wie wichtig die Bauern für uns sind. Ich war immer der Meinung, und das als damals auch als Chef einer liberalen Partei, die da sehr viele Mitglieder hat, die sagen, Handel, Handel und Welthandel und Markt ist dann auch heilig. Der Markt braucht erstens einen entschlossenen Staat als Gegenüber. Das steht auch in den Programmen von meiner immer noch Partei, aber bin nur noch einfach als Mitglied, will hier keine Werbung machen. Aber das ist mal wichtig, dass es auch niedergeschrieben ist. Und ich habe auch immer dafür geworben, dass man aus den großen Handelsabkommen die Landwirtschaft herausnimmt. Ja, weil ich glaube, dass die Landwirtschaft ein ganz spezifischer Bereich ist. Das hat damit zu tun, dass wir dort mit lebenden Organismen handeln. Das ist ein anderes Spiel. Es macht tatsächlich für mich einen Unterschied, ob ich eine Hose produziere im Kleinwalsertal, sie nach Spanien verkaufe und dort wird sie noch einmal umgefärbt und dann landet sie im Nahen Osten und wird dort angezogen. Oder ob ich ein Kalb im großen Walsertal auf die Welt bringe, ist dann irgendwie Lebendtransport nach Spanien transportiert. Dort wird es aufgemästet und dann kommt es in den Nahen Osten und wird dort geschächtet. Das ist ein Unterschied. Da habe ich viel Diskussion auch intern gehabt damals. Aber es gehört ausgenommen, weil es geht um Leben und Tod. Es geht um Ernährung. Es geht auch um die Bestellung von Scholle, von Mutter Erde. Also das sind alles sehr spezifische Dinge, finde ich, die einen Sonderstatus rechtfertigen. Gleichzeitig kann man die Landwirtschaft nicht unter einen Glassturz stellen, Käseglocke drüber und alles soll bleiben wie im 19. Jahrhundert oder im 20. Nein. Wie alle Branchen wird auch sie sich einem permanenten Wandel widmen müssen. Und ich merke auch, dass jene Landwirte, Landwirtinnen, die größte Entfaltung haben, die auch ein Stück weit kreativ und innovativ an die Sachen herangehen. Die Dinge ändern sich. Wir haben früher im Klostertal Kartoffeln angebaut. Das macht halt keiner mehr aus seinem Garten, aber nicht am Feld. Vielleicht kommt es ja wieder, wenn die Temperatur jetzt, keine Ahnung. Aber jetzt gibt es halt, der eine hat Hochlandrinder und der andere hat Schafe und der nächste Pferde. Und ich halte das für sinnvoll, dass man sagt, differenzieren wir aus, haben wir ein bisschen das Ohr auch an den Bedürfnissen der Menschen. Und trotzdem, die Ernährungskomponente darf nie wegfallen, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als wieder in Wien noch ins nächste Dorf rauszufahren, dann der niederösterreichischen Grenze und auf dem Bauernhof was einkaufen zu können, wo ich sehe, in Breitenfurt, die strahlt über das ganze Gesicht und das kommt aus ihrem Anbau, im Schweiß ihres Angesichts. Und das ist ein schöner Austausch. Also wichtig, Landwirtschaft. Ja. Matthias, ich habe mir bewusst, du warst roter Stuhl etc., kein Video angeschaut, weil ich einfach ein Fan davon bin, was entsteht in der Situation. Ja. Aber dein Thema natürlich oder dein Rat oder Sichtweise zur Wirtschaft, was natürlich jetzt viel Vermutung ist, aber dennoch, wenn man jetzt so diese ganzen Meldungen hört, Ausnahmesituation, Rezession etc., so, wenn man jetzt, wenn 5 Jahre vor Rückblick, wie würdest du denn sagen, was wird anders sein? Wie wird die Wirtschaft ausschauen? Na, es wird ein wahnsinniger Aufbruch sein, wenn das Ding vorbei ist. Weil die Irritation ist die Mutter der Innovation. Ja, also das ist ja auch als Führungskraft oder als Vereinsobmann oder was auch immer, als Parteichef, auch als Unternehmerin, Unternehmer muss ich immer wieder die Irritation einladen von der Seite. Warum? Die Irritation entsteht nie im Zentrum von Systemen. Da ist alles niederbügelt und gibt es Regeln und sind wir alle am Tun. Die Innovation und die Irritation entsteht am Rande der Systeme, in der Peripherie. Und es ist meine Aufgabe als Führungskraft, sie immer wieder einzuladen. Und ab und zu lade ich sie nicht ein, sondern kommt sie über mich, so wie jetzt gesellschaftlich. Wenn wir aber sagen, die Irritation ist die Mutter der Innovation, da müssen wir wahrnehmen, dass wir noch nie so viel Irritation hatten seit dem Zweiten Weltkrieg wie derzeit. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir so viel Innovation haben werden wie noch nie seit 1945.
Jetzt ist die Frage, in welche Richtung. Da können wir ein bisschen im Dunkeln tappen und ein paar Dinge sehen wir schon. Es wird alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, wird einen wahnsinnigen Aufschwung haben. Ich bin ja auch beteiligt bei einem ursprünglich in Salzburg gegründeten Startup Story.one, wo wir so eine Geschichtenplattform machen, jetzt auch Geschichten über den neuen Corona-Alltag sammeln. Da kommen hunderte von Geschichten innerhalb von Wochen, Millionen von Leserinnen und Lesern. Ja, wir haben gerade ein kleines Buch jetzt auch präsentiert. Corona, nichts wird mehr so sein, wie es war. Allein diese Geschichte, also die Autorin dieser Geschichte ist die Herausgeberin eines kleinen Buchs auch. 17 Geschichten sind da drin. Allein ihre Geschichte wurde 1,7 Millionen Mal gelesen. Was folge ich aus diesen Beobachtungen? Die Sehnsucht der Menschen ist riesig. Als hätten wir geradezu auf eine Krise gewartet, die uns die Tür öffnet für was Neues. Ich glaube, die Vorstellung über das Neue ist diffuser als die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist riesig. Wir alle haben gemerkt, irgendwas stimmt da nicht mehr. Wir können das Geld nicht fressen. Es macht uns auch nicht glücklich, obwohl wir diesen Wohlstand haben. Und jetzt mischt sich natürlich viel Angst runter. Wir werden man innerhalb von 10 Tagen plus 170.000 Arbeitslose in Österreich. Jeder 10. mittelständische Betrieb in Deutschland steht vor dem Aus. Das heißt, das kannst du auch auf Österreich übertragen, dass wir de facto wahrscheinlich davon ausgehen können, dass es mindestens 10% der Unternehmen in die Insolvenz dreht. Und das in einem Szenario, wo wir das Ding wieder aufmachen, um den Dreh Mai herum. Ja? Also das heißt, wenn wir noch länger zumachen, ist das eine gewaltige Schwämme an Insolvenzen, die wir haben. Das tut sehr weh, das mutet uns allen viel zu, verlangt vielen von uns sehr viel ab, manchen tragisch viel, da wird es auch viele persönliche Tragödien geben und gleichzeitig gehen viele neue Türen eben auf. Also es ist im Leben so, dass keine Tür zugeht, ohne dass eine neue aufgeht. Das ist einfach ein Gesetz des Lebens. Und wir werden aus den Ruinen die Steine heraustragen, einen nach dem anderen und mit dem neue Dinge bauen. Das ist auch außer Streit. Ich hoffe, dass wir in ein neues Miteinander kommen. Das merke ich schon. Ich war heute in der Früh joggen. Da ist nicht allzu viel los im Wald und Abstand immer eingehalten. Aber die Art, wie wir uns begegnen, bei Spaziergängen im Wald, ist anders, ist herzlicher. Die Art, wie man sogar mit Nachbarn umgehen, ist interessierter, herzlicher. Das ist auf Zurufen von Balkon zu Balkon, Fenster zu Fenster, Haustür zu Haustür. Vielleicht können wir einen Teil dieses neuen Miteinanders auch in der Wirtschaft kultivieren. Also dieses Co-Kreieren. Wir werden natürlich in den Aufbau- und Ablaufprozessen auch das Digitale integriert behalten. Ich glaube, jeder von uns hat in diesen Tagen so viele Videokonferenzen gehabt wie in den 5 Jahren davor insgesamt. Das wird ein Teil erhalten bleiben. Und dann gibt es die große Wetterlage noch, können wir nachher auch drauf schauen. Ich glaube nicht, dass die Politik der EZB aufrechterhalten werden kann. Ich halte die für groben Unfug, für wirklichen Schwachsinn. Diese Geldschwemme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich verstehe, dass wir es 2008 gemacht haben, 2009, um zu stabilisieren. Ich verstehe, dass Sie im Moment keine andere Idee haben, um zu stabilisieren und sagen, wir werfen wieder ein paar 100 Milliarden hinein. Aber Faktum ist, dass die Verteilungswirkung dieser Geldschwemme extrem problematisch war. Das Geld ist bei denen gelandet, die es schon hatten. Nicht nur, aber vor allem. Und das hat zu tun mit Informationsvorsprung, mit Netzwerkvorsprung. Die können sich das organisieren, die durchschauen die Dinge, die wissen sie früher. Wenn ich hatte... weiß, dass VW morgen um 15 Uhr verkündet, sie gehen in Kurzarbeit, dann kann ich mit diesem Informationsvorsprung und mit Leerkäufen und was ich weiß alles extrem viel Geld machen. Das heißt, du hast extrem viel Krisengewinnler, Kriegsgewinnler, die müssen wir in die Schranken weisen. Da braucht es auch neue Regulatorien. Und dann wird sie die EU auch noch neu erfinden müssen, weil wir ja merken, die funktioniert derzeit nicht, vor allem weil die Regierungschefs völlig auslassen. Das ist nicht die EU per se, die hat keine Zuständigkeit in Sachen Gesundheit, auch in Wirtschaft nur wenig. Und die lässt da derzeit aus, weil die Regierungschefs super ignorant einfach ihre nationale Suppe kochen, weil sie jeweils ihren eigenen Arsch retten wollen. Das verstehe ich.
aber ist natürlich eine Tragödie für Europa. Und wenn wir dann aufwachen aus diesem Albtraum, dann werden wir sehen, erstens hat Ungarn eine Diktatur. Wollen wir das in unserer Union? Ich will das nicht. Ich finde, dass Ungarn die Mitgliedschaft rund zu stellen ist für die Phase, bis sie diese Form der Regierung wieder aufheben. Das ist nicht die Art von Union, die ich haben will. Und ansonsten wird die Union auch, sorry für die langen Antworten, aber die Union wird auch neue Formen und Felder der Zusammenarbeit finden müssen. Sonst wird die Frage im Raum stehen, was nochmal genau war jetzt die Europäische Union? Schengen haben wir ausgesetzt, Maastricht haben wir ausgesetzt. Was ist uns gemeinsam wichtig? Das werden wir verhandeln müssen in der Union. Und ich bin ein glühender Europäer. Ich bin auch skeptisch, ob uns das gelingt nach dieser Krise. Ich habe das Gefühl, wir brauchen 7 Krisen. Jetzt haben wir die dritte. Wir hatten Migration, wir hatten davor Finanz, Wirtschaft, wir haben jetzt Corona. Über 7 Brücken musst du gehen und dann werden wir aufstehen und eine Republik Europa ausrufen. Das ist meine Vision. Wir werden erkennen, dass es gescheiter ist miteinander. Nicht 27 Staaten, aber es wird eine Gruppe vorausgehen. Sehr, sehr interessant. Ich wollte jetzt eigentlich auf das kleine kommen, jetzt zusammen bei der EU, was natürlich wichtig ist. Lebensmittelversorgung ist im Moment ein großes Thema in Österreich und es wird nicht nur aus uns heraus möglich sein, auch in anderen Bereichen. Aber du hast gesagt, das neue Miteinander. Gerald Hüther sagt ja, wir sollten von dieser Objektbezogenheit hin zum Subjekt, wirklich zum Menschen wiederkommen. Und das, glaube ich, war so das neue Miteinander. Und das ist auch das, was, glaube ich, dann tiefer geht und vielleicht auch eine gewisse Erinnerung an ein tieferes Leben mit sich bringt. Und wie du gesagt hast, die Irritation als Chance, denn bis dato hat es ja keinen Grund zum Hinterfragen gegeben. Es ist ganz gut gelaufen. In den meisten Regionen in Österreich gewisse Abwanderungsgebiete, die gesagt haben, ohne Wirtschaft geht nichts. Aber letztlich war mal so eine Komfortzone, die jetzt in kürzester Zeit aufgebrochen ist. Jetzt hätte ich noch eine Frage zu den Massenmedien. Natürlich braucht es Information. Was tut sie? Was wird in der Regierung entschieden? Aber ich merke schon und habe es auch bei mir gesehen, dass ich sehr schnell in diesen destruktiven Sog drinnen gewesen wäre und habe mich da total rausgenommen. Hast du da einen Rat? Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Ja, also das finde ich großartig. Gratuliere dir, dass du das auch spürst. Das tut mir nicht gut und dass du die rausnimmst. Also ich bin natürlich so ein Politschädel, so Homo politicus, political animal. Mich bewegt das dann sehr, solche Phasen wie jetzt. Bist du narrisch? Da hänge ich dann fast wie an der Nadel, am Informationstropf. Ja. Will das auch verstehen, kann auch den Mund nicht halten. Kriege natürlich auch viel Schimpf auf meinen sozialen Medien, dass ich jetzt einmal eine Ruhe geben soll, weil ich hätte meine Chance gehabt und ich sage, hey, ich bin mündiger Bürger eines freien Landes derweil noch und ich bin Vater und ich bin Unternehmer, ich bin Publizist von Beruf, Autor. Ich gehe nicht in den Zug der Lemming und schalte das Denken ab. Wo sind wir? Ich habe großen Respekt vor der Leistung der Regierung, aber die Dinge sind nicht sakrosankt und wir müssen manche Dinge hinterfragen. Welcher Strategie folgen Sie derzeit? Ja? Ist es eine Strategie der kontrollierten Durchseuchung? Dann brauchen wir aber immer wieder die atmende Öffnung. Oder ist eine sogenannte Suppressionsstrategie der kompletten Unterdrückung, idealerweise null Ansteckungen. Das ist eine völlig andere Strategie. Außer Streit steht für mich, wir dürfen die Krankenhäuser nicht überstrapazieren, dass das Gesundheitssystem kippt. Aber wir müssen ab nächster Woche gefühlt schon in eine Entscheidung kommen, welcher Strategie folgen wir mittellangfristig. Sonst ziehen wir mit Maßnahmen in unterschiedliche Richtungen. Und würden das am Schluss mit Toten bezahlen. Das kann es nicht sein. Deswegen muss es auch möglich sein, zu kritisieren. Oder gestern bin ich mit Vorschlägen fürs Schulsystem rausgegangen, weil ich sage, es ist nicht schwarz oder weiß, zu sagen, wir halten geschlossen bis September, halte ich nicht für sinnvoll. Aufzumachen komplett halte ich nicht für verantwortbar. Also, was gibt es für Zwischenvarianten? Holen wir die Hälfte der Klasse 2 Tage rein, die Hälfte andere 2 Tage, ab Mitte, Ende Mai zum Beispiel. Wir müssen darauf schauen, dass wir die Kinder aus bildungsfernen Haushalten nicht verlieren. Wir können die nicht 6 Monate irgendwie unbetreut lassen. Wir wissen, dass wir aus Brennpunktschulen 20% der Kinder ungefähr keinen Kontakt haben mit den Lehrerinnen und Lehrern.
Ja, glauben wir, dass denen die 6 Monate gut tun, dass die im September einrücken und sagen, es war nichts, wir machen weiter wie dies. Nein, die haben irgendwo schon ein bisschen den Anschluss verloren. Ja, viele werden möglicherweise auch vor türkischem Fernseher sitzen, 6 Monate, auch schwierig. Ja, also da müssen wir drauf schauen. Und ich verstehe, dass dieser Wust an medialer Information, an Reizüberflutung, auch natürlich, wenn ich jetzt viel poste, bekomme ich extrem viele Rückmeldungen. Ich schaffe es mit meiner Mitarbeiterin kaum, das zu beantworten. Und ich bekomme natürlich jeden Tag Dutzende von Links von fragwürdigen Propheten. Ja, Weltuntergangspropheten oder echten Verschwörungstheoretikern der anderen Art. Und da wird man ganz anders dann auch. Ne? Da liegt im Garten, scharf das Forsythien, liegt neben meiner Frau und da kommt ein Käfer vorbei und sage, ist das jetzt eine Drohne? Schau in den Himmel, fliegt ein Flugzeug, sage, sind die Amerikaner schon wieder am Sprühen. Also ich merke, dass ich selber ein bisschen die Paranoia ausfasse. Und das ist nicht, dass ich daran glaube, dass es eine Drohne ist und dass da oben, ja, aber es fährt da durch die Knochen und durch die Haut und in die letzte Zelle. Ne? Und das irgendwie dröselt dich auf und macht dich auch ein Stück weit unrund. Und ich habe für mich beschlossen, ich werde wahrscheinlich mich widmen in den nächsten Wochen jetzt einem neuen Buch, wo ich 4 Stunden am Tag in den Wald gehe und ein Buch schreibe, damit ich eine Art von Selbstdisziplin habe. Und ich glaube, dass für jeden und jeden was anderes sinnvoll ist, aber die Selbstfürsorge müssen wir in diesen Tagen extrem hochhalten. Sonst werden wir, wenn es dann hart auf hart geht, in unserem Umfeld auch Infektionsfälle sind, die Fürsorge für andere nicht übernehmen können. Weil die Selbstfürsorge ist immens gefordert. Und wir müssen gut auf uns aufpassen. Gönne dich dir selbst. Gilt in diesen Tagen mehr denn je. Ja? Und jeder weiß, was ihm gut tut oder ihr. Der eine geht spazieren, der andere legt sich auf die Couch, der nächste tut meditieren, die übernächste malen, die anderen die Topfpflanzen gut behandeln auf dem Balkon. Also jeder hat seine eigenen Routinen und auf die müssen wir schauen. Wir brauchen Struktur, Routinen, die eigenen Kraftquellen auch kultivieren und gut schützen in diesen Tagen. Diese mediale Diskrepanz, die finde ich schon auch sehr, sehr gefährlich. Wir, also Initiative Bewusst gemeinsam leben, steht ja für die Entwicklung ländlicher Raum. Ja. Und eben Gerald Hüther, kommunale Intelligenz, dass die Kommune nicht nur die Politik, die Verwaltung ist, sondern die Intelligenz des Dorfes, Wirtschaft, Bauernschaft etc. Und wir nehmen halt schon wahr, und das wäre vielleicht auch eine Frage in Richtung Politik, dass man halt immer trennt. Jahrtausende sind wir am Trennen, wir fügen auseinander und dieses Verbinden wäre so spannend. Erwin Thoma ist einer unserer Botschafter, der die Symbiose Wald als so schönes super Beispiel bringt. Unser Fan, ja. Und er sagt auch, die Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. Und vielleicht haben wir jetzt wirklich mit dieser großen Katastrophe die Chance, aber ich sehe halt jetzt sehr wenig Menschen in der Natur, wo gerade jetzt der Raum wäre und die zementieren sie eher ein. Mhm. Und wäre für mich jetzt eine Ressource, dass ich sage, jetzt danke, jetzt gehe ich mal nach innen, ja. Was ich bei dir auch so schön finde, das Äußere und auch das Innere selbst einmal reflektieren. Und ich habe heute mit Franz Ruppert noch ein Interview, das ist ein Psychologe in München, die traumatisierte Gesellschaft ist sein Thema. Und ich glaube einfach, dass wir alle irgendwo, und ich habe ein Schultrauma zum Beispiel, und darum hätte ich auch gerne ein paar Fragen zum Schulsystem, vielleicht in einem zweiten Interview, das nicht zu lang wird, weil das wird ganz, ganz spannend, dass wir wieder innovieren, Potenziale fördern, die Kinder wirklich wieder in ihrer Entfaltung unterstützen. Aber dieses nach innen gehen, dieses Fühlen, dieses Selbstspüren, das wollen ja viele nicht. Und ich denke mal, das könnte mit Franz Ruppert, diese traumatisierte Gesellschaft, die würde nicht in ein Trauma reingehen, möchte nicht ein Gefühl wieder erwecken, was mich verletzt hat, was mir weh da hat. Vielleicht braucht man da tiefere Lösungen und Zugänge, weil du immer betonst, außen, innen finde ich so spannend. Aber hast du eine Hypothese oder eine Vermutung, wieso viel laufen wollen und gar keine Auszeit oder mal einen leeren Raum zulassen wollen? Ja, weil es natürlich, weil die Innenschau auch Gefahren birgt, ist ja klar. Also die hat Abrisskanten. Erstens, jeder von uns hat Licht und Schatten. Sich mit den eigenen Schatten auseinanderzusetzen,
ist eine mutige Aufgabe und nicht immer einfach. Das ist auch, ich glaube, das ist wie mit Spiritualität, Innenschau so ähnlich. Wenn ich diese Schwelle übertrete, kann ich nicht mehr zurück. Und das spüren die Leute intuitiv. Deswegen sagen sie, die Tür mache ich lieber nicht auf. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ich glaube, das wäre eine bewusste, und ich habe ja in meinem letzten Buch Sei Pilotin deines Lebens auch ein Modell entworfen, nennt es die High Five der persönlichen Entfaltung, 5 Schichten, wie das Neue evolviert, wie Neuerfindung bei uns Menschen stattfindet. Ich glaube, das folgt einer gewissen Grammatik. Und diese Grammatik kennen wir aber nicht, weil es dieses Schulfach Lebensführung nicht gibt. Wir sind trainiert auf den Kopf. Wir sind ein Kopfwesen, so wie uns das Schulsystem und das Hochschulsystem trainiert. Wir sind aber viel mehr. Und ich würde sogar sagen, darin liegt eine große Gefahr, weil wir haben jetzt ein paar Jahrhunderte hinter uns, wo die Vorherrschaft, die Hegemonie der Naturwissenschaften da war. Und ich bin sehr dankbar der Wissenschaft, vor allem auch der Naturwissenschaft, was sie uns alles geschenkt hat. Unglaublich. An Wohlstand, an Einsichten, an Erleichterungen für unser Leben, an Jahrzehnten zusätzlicher Lebensspanne. Sie hat uns aber auch seltsamerweise die Naturwissenschaft abgespalten von der Natur. Und sie hat uns abgespalten von unseren anderen Wesensteilen. Also ich bin davon überzeugt, wir sind als Menschen außerzeitliche Wesen, die aufgrund welcher Fügungen, Entscheidungen auch immer, das liegt für uns im Dunkeln, für die Zeit auf diesem Planeten Erde in einen Körper aus Fleisch und Blut und Knochen schlüpfen. Bei diesem Hineinschlüpfen betreten wir die Gesetzlichkeiten von Zeit und Raum. Damit werden wir in Zeit und Raum gebunden, damit auch in Vergänglichkeit. Damit steht auch das Phänomen Konkurrenz auf. Also ich halte das für falsch, wie vor allem Linken oft Ideologen verkündet, Konkurrenz ist böse. Nein, Konkurrenz ist Conditio Humana. Das ist quasi eine menschliche Grundbedingung, weil wir in die Vergänglichkeit gebettet sind, weil du in deinem Leben nicht alles machen kannst. Da beginnt Konkurrenz. Du musst dich entscheiden, mache ich jetzt einen Surfkurs oder durch Mountainbiken, Drachenfliegen, Paragliden, Tennis spielen, Golfen oder doch das vierte Kind kriegen, keine Ahnung. Für manche geht sich alles aus, aber also ich hätte noch 15 Vorschläge, dann müssen sie passen. Das ist Konkurrenz, das ist Wettbewerb, das ist, und dann ist genauso Conditio Humana, menschliche Grundbedingung, Kooperation. Alles, was der Mensch geschaffen hat, dass wir dieses Tier sind, das von der Antarktis bis im Dschungel alles besiedeln kann, das hat mit Kooperation zu tun. Unsere großen Leistungen sind alle Kooperationsleistungen. Und das heißt, wir müssen diesen Spannungsbogen halten aus Kooperation und Kompetition, Wettbewerb und Zusammenarbeit. Wenn uns dieser Spannungsbogen flippt, wie beim Turbokapitalismus, da geht es dann nur noch um Kompetition und am liebsten auf Kosten der anderen Gewinn machen, dann bricht das zusammen. Dann unterminieren wir auch die moralischen Grundlagen unserer Systeme. Und ich glaube, was wichtig ist jetzt für die nächsten Jahrzehnte, auch Jahrhunderte, wenn es den Menschen noch geben soll in 300 Jahren, wenn er nicht von der lernenden Maschine überholt werden soll, nämlich die lernende Maschine wird rein auf Kopfebene, das, was uns so wichtig war, das, was wir trainieren über all die Jahre in Schulen, Universitäten, die künstliche Intelligenz wird uns hier haushoch überlegen sein, haushoch. Wir werden nicht einmal den Auspuff sehen, die werden uns überholen in den nächsten Jahren. Das heißt, wir stellen uns vor, so eine Zusammenkunft der künstlichen Intelligenzen im Jahr 2150. Und die sagen, hey, was tun wir mit den Menschen da, mit den 10 Milliarden? Die scheißen den Planeten voll, ist egal, wir haben keine Nase, aber die brauchen so viel Energie zum Beispiel, die könnten eigentlich für uns nutzen. Und der Stephen Hawking hat in seinem letzten Buch Kurze Antworten auf große Fragen, hat einen Witz drin. Also das war der Physiker im Rollstuhl, ne? der am Schluss nur noch mit Augen, mit Wangen, Bewegungen seinen Computer gesteuert hat und seine Gedanken mitgeteilt. Der hat gesagt, hey, da kommt der Mensch zur künstlichen Intelligenz und fragt, gibt es einen Gott?
Und die künstliche Intelligenz riegelt ihre Stromversorgung ab und sagt, ab jetzt schon. Und da ist schon was dran. Ne? Also, ob da, wenn ich jetzt sage, sagen manche, du bist ein Esoteriker und das ist Bullshit und Blödsinn, das ist ja nicht evidenzbasiert, sage Achtung. Dann nehmen wir die Evolutionstheorie her. Das ist akzeptiert als naturwissenschaftliche Grundtheorie unseres Weltverständnisses. Unser evolutionärer Vorteil kann nicht sein, die Gehirnleistung alleine. Da werden eben andere Wesenheiten aufstehen, die uns überlegen sind. Und dann werden wir die Dinosaurier sein und zum Aussterben verurteilt. Oder wir werden unserer USP, unserem evolutionären Alleinstellungsmerkmal wieder bewusst. Und das ist die Integration von Hirn, Herz und Bauch. Also wenn wir mehr Nervenzellen geben wie im Darm als wie im Kopf. Ne? Natürlich Intuition, wissenschaftlich noch schlecht vermessen, aber irgendwann werden wir es auch wissenschaftlich verstehen. Heißt nicht, dass es das nicht gibt. Herzensenergie, wissenschaftlich schwer vermessen oder nicht kaum vermessen. Wir werden irgendwann das besser verstehen, auch wissenschaftlich. Aber wir dürfen nachspüren, auch heute schon. Wenn wir diese drei Ebenen integrieren, das ist unser evolutionäres Alleinstellungsmerkmal, dann werden wir auf diesem Planeten eine Lebensberechtigung haben. Ansonsten wird uns die Evolution hinweg. Das ist interessant vom Potenzial. Wir sind sehr analytisch, da haben wir uns voll eingesteigert, wie du sagst, Herz und Hirn. Und ich habe lang gesagt, Mensch braucht Herz und Hirn. Dann habe ich Menschen kennengelernt, dann ist irgendwann die Hand dazugekommen, ja. Die Hand tut so gut, auch für die Psyche. Und dann unser Freund, der Gregor, der Weltenwanderer, sagt, naja, Herz und Hirn, logisch. Hand braucht es auch, aber was tun wir ohne Fies? Und jetzt sind wir bei diesen Vieren. Braucht okay. Herz und Hirn und der Spruch sagt ja, Hand und Fuß soll es auch haben. Und das, glaube ich, war auch die Balance des Menschen dann, dass ich sage, wenn ich die alle Bereiche einsetze, wäre es in dem Sinn spannend. Aber das schon für Lebensführung, Matthias. Das ist gut. Das ist ja interessant, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich habe gesagt, ich bin schulisch traumatisiert und habe bis vor wenigen Jahren, also wir sind da jetzt 10 Jahre bei dem Projekt dran, aber bis vor wenigen Jahren habe ich bei mir kein Potenzial gesehen. Und habe aber viele Leute bewundert und denke mir, boah, das ist so ein weiser Mensch, auch spirituell, was ja ein schöner Antrieb ist. Und habe irgendwann erkannt, solltest du eigentlich die Leute zusammenbringen. Und das gibt mir jetzt einen extremen Nährwert, weil ich mit dir wollte ja eher ein kurzes Interview machen, kann aber gar nicht aufhören, weil da so viel aus meiner Sicht Weisheit drinnen ist, die uns jetzt als Menschen wirklich dient. Und was so spannend ist, kleine Dinge bewegen ja Leute, auch Initiativen dort, da, aber es wird nicht größer. Und dir ist in einem Land gelungen, etwas Großes zu machen. Und das ist schon spannend, was du wirklich hast an Vielfalt und Dingen an Menschen zuzugehen, die das ermöglicht, wirklich etwas in Bewegung zu bringen. Weil wir wissen ja, Gewohnheiten zu ändern der Menschen, auch das Kreuzerl irgendwann einer Partei zu machen, ist sehr, sehr herausfordernd. Was ist es aus deiner Sicht, was die so unterscheidet und die so einzigartig macht als Verbinder, wie die wahrnehmen? Ja, einzigartig sind wir alle, das glaube ich schon. Also ich stelle jeden unter Genieverdacht, weil jeder hat Talente. Und unser Schulsystem, und deswegen finde ich es so toll, deine Spätentfaltung quasi, dass du dir das selbst auch zugestehst und erlaubst und sagst, die Schule hat auf einen Aspekt meiner Persönlichkeit und meiner Talente geschaut und da gibt es ganz andere und die werde ich jetzt düngen und die werde ich jetzt kultivieren und in die Entfaltung bringen. Jeder und jeder von uns kann was. Und jeder kann was anderes. Das ist ja das Wundermensch und unsere Einzigartigkeit. Ich habe halt andere Dinge mitkriegt, irgendwie Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo die Talente, man stelle sich die Talente wie einen Strom vor, die Bedürfnisse der Zeit treffen, ein anderer Strom. Und an diesem Treffpunkt, dort, wo deine Bedürfnisse, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen, dort liegt deine Berufung, dort wäre auch der Anker. Also was kannst du gut, was machst du gern? Und seit ich 17 bin, seit ich 16 bin, bin ich eigentlich mir selbst auf der Fährte und das so zu tun. Ich hatte eine Hautkrankheit damals und die Schulmedizin war eigentlich überfordert und meine Mutter hat mich da zu einer Alternativmedizinerin gebracht. Und die hat mir Fragen gestellt, die mir noch niemand gestellt hat. Und das hat mich fasziniert und berührt und beschäftigt. Ja? Und seit damals hat es nie mehr aufgehört.
Dann habe ich mit 17 die erste Trainerausbildung gemacht in der Schülervertretung, war Landesschulsprecher und dann war ich Hochschülerschaftsvorsitzender in Innsbruck und das habe ich halt in der Muttermilch, in den Genen. Mein Ururgroßvater war ein Sozialrevolutionär, Bauerbefreier im Bregenzer Wald. Der hat sich aufgelehnt gegen die Käsebarone, die Bauern monopolistisch unterdrückt haben. Die haben Käse verkauft, damals schon im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte, bis nach Venedig runter aus dem Bregenzer Wald. Aber natürlich, die Abnahmestrukturen für die Bauern waren damals monopolistisch organisiert. Das heißt, der hat ihnen den Preis diktieren können. Und der hat damals die ersten Genossenschaften gegründet. War eine wahnsinnige Revolution. Ja? War aber eine Form der Kooperation in dem Fall, ne? Und Befreiung. Mein anderer Großvater, also war Urgroßvater väterlicherseits, mütterlicherseits Großvater, war auch sehr politisch. Meine Mama auch, Papa hat Interesse gehabt, ist schon gestorben an der Welt, ist gern gereist, solange er nicht krank war. Am Schluss ist der Radius immer aufgrund Krankheit enger geworden. Aber so habe ich halt verschiedene Dinge mitgekriegt. Das Arbeiten kann ich gut. Ich kenne Stadt und Land. Das hilft total im Aufbau einer Partei. Ich kann beides. Ich mag beides. Ich mag die Menschen. Und ich bin einfach an jedem und allem interessiert. Das ist ein großes Geschenk, aber mitunter auch eine große Last. Also ich muss immer wieder gut auf mich schauen, dass es mich nicht unterdrückt. Oder bedrückt, oder dass es unterdrückt ist falsch, dass es mich nicht übermannt. Ja? Und so hat halt jeder seine Aufgaben. Deine größten Talente sind immer auch deine größten Gefahren. Deine größten Ängste verbergen immer auch deine größten Geschenke. Also ich beschreibe es in meinem Buch auch, dass Joseph Campbell, der Mythenforscher, sagt, where you tremble, there lies the treasure. Dort, wo die Knie schlottern, dort liegt dein Schatz, dort musst du graben. Die Chinesen sagen in einem Sprichwort, der größte Drache beschützt deinen größten Schatz. Und ich habe ja immer Angst gehabt, zum Beispiel nachts allein im Wald oder auf dem Berg. Und habe aber seit ich 16 war, immer wieder dieses Erlebnis gesucht, diese Konfrontation mit dieser Angst. Ich bin in Alpentälern oben gelegen, alleine in Hütten und habe kalt geschwitzt 7 Stunden, weil ich mich so angemacht habe, weil ein Hexensabbat abgelaufen ist da draußen. Unten hat es kratzt, vorne an der Tür hat es geklopft, am Dach hat es gehämmert und ich habe gebetet, dass mein Walkman den Strom nicht verliert. Das war mit 17, ja, und mit Ende 30 bin ich dann in den Wald gegangen, habe diese Vision Quest gemacht, dieses schamanische Ritual. 5 Tage, um mich dieser Angst zu stellen. Das ist ein Ritual, wo die Indianer sagen, das haben die mit jedem jungen Mann gemacht, bevor sie ihn in den Status der Erwachsenen aufgenommen haben. Heute machen das auch wissenschaftlich vermessen. Also auch hier kann man sagen, esoterisch, schamanisch, interessiert mich nicht. Dann sage ich, ja, Paul Rebillot hat es wissenschaftlich vermessen. Es gibt die sogenannte Heldenreise. Machen heute 10.000 junge Menschen in den USA, jedes Jahr. Frauen wie Männer gleichermaßen. Das ist quasi die Konfrontation mit mir selbst, mit meinen Schatten, über die Schwelle gehen. Otto Scharmer, MIT-Forscher, sagt, innerer Ort, das höhere Selbst, die Essenz spüren. Landläufig würde man sagen, was sagt die Stimme deines Herzens? Die Sterbeforschung, Kübler-Ross hat gesagt, die Menschen bewegt am Sterbebett, haben sie authentisch gelebt, haben sie die Melodie ihres Lebens gesungen. Das habe ich da draußen im Wald verstanden. Das war auf einer ganz abstrakten Ebene einerseits, weil ich zurückgekommen bin und gesagt habe, boah, jetzt habe ich keine Klarheit bezüglich Unternehmen. Wir haben gerade verhandelt, ob wir das einverleiben in ein internationales Unternehmen. Bezüglich Familie, da hatte ich ein paar Fragen an die Beziehung. Bezüglich auch meiner politischen Pläne, die da schon herumgegeistert sind. Nichts von dem war geklärt, aber ich habe mein Lied bekommen. Du bist ein Gärtner des Lebens. Betrete Felder, zu verschiedenen Zeiten verschiedene Felder. Die Felder, die du betrittst, die werden sich durch dein Betreten verändern. Das habe ich von einem Mistkäfer bekommen, diese Weisheit übrigens. Ne? Musst du mal als Mistkäfer durch den Wald gehen. Habe da draußen endlich mal Zeit gehabt, einen Mistkäferstiefel anzuziehen quasi. Und habe denen beobachtet, so eine halbe Stunde, wie der durch den Wald geht. Sensationell. Ja. Er kriegt auf. Könnte man da sagen, Matthias, dass unglaublich, ja. Der Erfolg
doch deine Breite, Stadt, Land, Natur. Also meistens hat man eher einen engen Fokus, was meine Realität ist. Und die ist bei dir offensichtlich, weil du die so früh ins Leben eingelassen hast und Türen aufgemacht hast und immer wieder breiter ist und deshalb, glaube ich, auch Menschen vielschichtig abholst. Könnte man das so sehen? Ja, vielleicht. Aber ja, die anderen sagen, ja, du bist ja gar nicht erfolgreich. Ne? Ich kriege ja jeden Tag auch E-Mails, die sagen, halt die Pappen, hast nichts zusammengebracht. Also ich will mich da jetzt nicht so außerstellen. Ich habe halt mein Set an Talenten, andere haben andere. Ne? Ich bin nicht der große Handwerker, habe auch nicht den super grünen Daumen, bin kein sensationeller Koch meiner Kinder, aber bemühe mich. Ja, ich habe sicherlich eine gewisse Breite und bin einfach politisch sehr interessiert. Mich hat das immer fasziniert, wenn Menschen miteinander tun. Ich mag Menschen, ich finde das faszinierend. Und wenn dich was fasziniert, dann studierst du es halt und dann willst du es verstehen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich halt im Dorf das Ding gelernt habe zu verstehen. War bei der Musik 10 Jahre und ich glaube, wer das Dorf kann, kann sich die Stadt leicht aneignen. Ich glaube, umgekehrt ist schwieriger. Ja, also ich glaube, dass die Welt muss zuerst klein sein, bis dann kann sie groß werden. Ich merke, dass Menschen, die jetzt nur in der Stadt gewohnt haben, mitunter sich schwer tun, auch Land zu verstehen. Ja? Und das fällt mir leicht. Also ich kann in Bongau genauso an einem Stammtisch hocken, wie Würstelstand stehen in Otterkring. Und beides fasziniert mich. Und bei beiden will ich die Typen verstehen, die da stehen. Aber das ist ja auch eine Last. Ne? Meine Frau hat auch gesagt, du tickt dir immer hinten die Rasterfahndung quasi. Ne? Für mich ist alles politisch. Ne? Wenn ich joggen gehe, habe ich meine Beobachtungen. Ne? So meine Frau hat in den ersten Jahren aber gesagt, kannst du das nicht abstellen, das Programm? Ja. Und ich habe gesagt, nein, kann ich nicht. Das ist wie ein BMW-Fahrer sieht, glaube ich, überall BMW-Fahrer. Also Schwangere sieht überall Schwangere. Die sind mitten unter uns, die BMW-Fahrer, die Schwangeren. Ich habe heute noch nichts gesehen, ja, weil ich das Auge nicht dafür habe. Ich sehe überall Politik. Aber nicht Parteipolitik, sondern wie die Menschen miteinander tun. Ist absolut spannend, was ich halt schon sehe. Und bei dir ist es ja ähnlich, Matthias, es ist halt auch eine Frage der Zeitressource, es ist irgendwo ein Trieb, bewegen zu wollen und was ja unser Ansinnen ist, dass das Ganze breiter wird, dass ihr Pioniere die Basis seid für eine neue Gesellschaft und dass wir oder wir als Art Kommunikator auch wirken dürfen, inspirieren und letztlich, glaube ich, geht es ja um die Erinnerung. Wenn einmal die Erinnerung da ist und du hast eben diese medizinische Situation gehabt mit 17, dass da haben wir gesagt, hey, das hat mich fasziniert, da ist viel, viel mehr gegangen. Und dann ist die Tür mir offen und dann geht das Leben dahin. Natürlich aus der Komfortzone, durchaus herausfordernd, aber auch selbstbestimmend und enorm bereichernd. Was mich noch interessieren darf, und vielleicht 5 Minuten noch, Matthias, ja, halbwegs in einem Zeitrahmen ist. Und wenn ich dann vielleicht noch mal ein zweites machen dürfte, weil Fragen hätte ich unendlich viele. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, eine Antwort von dir. Wir beschäftigen uns extrem viel mit Wissen, sind immer suchend. Und desto näher das kommt zu uns, desto weniger ist es da. Also wie wir funktionieren, wie wir ticken. Mich hat Erika Bichler, ist auch eine Botschafterin, so beeindruckt, kürzlich in einem Interview. Die ersten Wochen, Geburt unmittelbar, die ersten Wochen sind so prägend. Und dann gehen Mütter hin und im besten Wissen sagen, jetzt will ich gebären und ein Kind kommt ohne medizinische Notwendigkeit als Kaiserschnitt auf die Welt. Und wo ich sage, ist das noch die Schöpfung etc., die Frage wäre konkret die, wieso wissen wir im Außen so extrem viel und über uns, wie wir funktionieren, was uns dienlich wird, was uns nähern würde etc., auch psychisch nähern würde, wie wir selbstbestimmt handeln, wieso ist das weit weg im Grunde bei den allermeisten Menschen? Ich glaube, das war ein Kollateralschaden der Aufklärung. So sehr ich ein Kind der Aufklärung bin, als Liberaler noch dazu, die Selbstermächtigung des Menschen durch Wissen, das ist ein wahnsinniger Sprung gewesen für uns in der westlichen Zivilisation und auch für diese Welt, ja, insgesamt. Also alles, was wir heute an, an,
an Wohlstand haben, kommt aus diesem Eck, ja, dieses geistige Erwachen des Menschen, dieses Welt auch verstehen wollen, dieses Außen verstehen wollen. Es hat auch ein bisschen was zu tun mit unserem Glauben, macht dir die Welt untertan, ja, steht da irgendwie in der Bibel, oder habe ich zumindest eingetrichtert bekommen als Ministrant. Also das legt die Rutsche zur Ausbeutung. Der Mensch als Krone der Schöpfung, ein großes Missverständnis, finde ich. Der damit alles andere treten kann, wie er will. Und dann folgen eben mehrere hundert Jahre Hegemonie-Vorherrschaft der Naturwissenschaft. Das hat alles durchdrungen. Und alles, was sich diesem Paradigma nicht untergeordnet hat, war altvaterisch, dumm oder blöd. Ich glaube, dass wir hier an einem Wendepunkt jetzt sind, an einem Scheitelpunkt der Geschichte gewissermaßen. Ich glaube, dass die Zukunft der Menschheit einerseits eben in der Integration dieser Trias Kopf, Herz, Bauch liegt und nehmen wir Hand und Fuß dazu, weil wir ein bewegtes Wesen sind und ein schöpferisches und nicht nur intellektuell schöpferisch, sondern auch schöpfen in Raum und Zeit, dreidimensional haptisch, dann sind wir bei der Hand. Und weil wir die Bewegung auch brauchen, dann sind wir beim Fuß. Also ich finde das gut, diese Ergänzung hier von dir. Und dann, glaube ich, aber auch braucht es eine Versöhnung zwischen Spiritualität und Naturwissenschaft. Das sind keine zwei völlig voneinander getrennte Sphären. Und wir nähern uns von ganz vielen Seiten an. Also da kommt die Quantenphysik, die sagt, okay, unser Bild ja von Objektivität von Wissenschaftlicher auch verändert hat. Die Quantenphysik sagt, ein Phänomen verändert sich schon allein durch den Umstand, dass wir es beobachten. Das ist aber schwierig, weil dann können wir nichts absolut objektiv vermessen, weil an dem Punkt, wo wir es beginnen zu vermessen, verändert sich doch unser Vermessen. Das ist ja meine Erkenntnis draußen im Wald. Die Felder, die du betrittst, wirst du damit verändern. Das ist meine Beobachtung des Mistkäfers, eben was ich vorher erzählen wollte. Mistkäfer geht auf ein kleines Blatt, ein abgebrochenes Ahornblatt, oder Eichenblatt war es. Nur ein halbes Blatt. Der marschiert da auf, sieht, wenn du jetzt in die Stiefel des Mistkäfers stellst, sieht er nur das Blatt. Und wenn er, falls er links und rechts auch was sieht, sieht er da was. Und wenn er in der Hälfte des Blatts ist, macht's whoops. Und eine neue Welt geht auf für den Käfer. Bist du deppert? Eine neue Welt. Und also die Welt verändert sich für ihn, indem er sie betritt. Ja, der Mistkäfer hat mir das quasi geflüstert. Und die Quantenphysik sagt, so ist es, die Naturwissenschaft. Und der Mistkäfer flüstert mir das aber in einem Ton, der fast spirituell klingt. Die Quantenphysik rahmt es dann wissenschaftlich. Professor Huber, der Genetiker, also der ja auch einige Bücher geschrieben hat, der holistische Mensch und solche, der ist an dieser Grenze, wo er forscht und sagt, ich bin... Wo er auch massiv kritisiert wird. Gell? Ja, natürlich. Ja, weil wir kriegen alle, die man da, was denkst du, was ich da auch, natürlich auch für unsere Unterhaltung werden wir Rückmeldungen kriegen. Die zwei Esoteriker, die zwei Bäume umarmer. Ich habe da, was ich, selbst von der Regierungsbank heraus haben sie während meiner Reden ausgerufen und gesagt, geh doch bei mir umarmen. Alles, wenn du nur ein bisschen neben der Spur bist von der offiziellen Doktrin, bist du ein Verrückter. Damit müssen wir leben. Also das ist okay. Na Matthias, verrückt ist ja etwas zu verrücken von der Wortwurzel her, genau die braucht es. Ja, ein gewisses Maß an Verrückung. Man muss immer wieder streng mit sich selbst sein, weil man darf nicht abstürzen dann in die völlige Weltverschwörung, in die Paranoia und so weiter. Aber natürlich gibt es Dinge, die wir heute wissenschaftlich noch nicht vermessen können. Natürlich gibt es die. Und gäbe es die nicht, wären wir am Ende der Wissenschaft. Mit dieser Haltung, die manche Naturwissenschaftler oder Wissenschaftler heute haben und sagen, das ist alles Hokuspokus und Esoterik. Ja, wenn diese Haltung irgendwie ein Kopernikus gehabt hätte oder ein Galileo, dann wäre die Welt heute noch eine Scheibe, weil dann verbietest du ihr das Weiterdenken. Und es hat ja auch Einstein gesagt, dass seine größten wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden geboren aus Intuition. Die sind aus dem Bauch aufgestiegen.
und nicht, er hat den Bauch dann in den Kopf geschoben und irgendwann hat sein Kopf verstanden. Aber das ist ja, also da sind wir eingeladen, uns wieder zu integrieren. Wir sind völlig desintegriert als Mensch und deswegen läuft halt so viel aus dem Ruder und wir spüren das natürlich auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn wir wieder uns stärker integrieren, heißt nicht, dass wir irgendwie auf den Stein hocken müssen in Nepal und das Handy versenken müssen in der Donau. Der Fortschritt ist unaufhaltbar und der Wandel gehört dazu und auch die digitale Sphäre. Die digitale Sphäre ist das, was wir vor 20, 30, 40 Jahren noch Hokuspokus, hätte man vor 40 Jahren gesagt, hey, ja, man Georg, du wirst dann in 40 Jahren wirst du so ein kleines Teil in der Hand haben, mit dem kannst du, das muss nicht einmal in die Luft halten, mit dem kannst du Filme aus der Luft holen, ganze Filme, hätten die gesagt, du bist ein schwerer Esoteriker, Georg. Die haben, du bist verrückt, weil Filme, das sind so große Filmrollen, die können da gar nicht Platz haben und durch die Luft transportieren geht gar nicht, weil die, das tun wir dir mal vorrechnen, wie viel Datenintensität. Ja, in 50 Jahren werden wir Dinge für normal halten und wissenschaftlich verstehen, die hat völlig abgefahrene parapsychologische oder parawissenschaftliche Phänomene. Und die künstliche Intelligenz wird auch sicher Chance, aber auch Herausforderung werden. Absolut, die heute schon so weit ist, habe eine Journalistin kennengelernt, die war eine halbe Stunde im Austausch, hat niemals gesagt, gewusst, ist ein Mensch oder ist jetzt wirklich Technik, also weit, weit fortgeschritten. Schauen wir, wie wir damit umgehen und wo wir die Chancen nutzen. Ich habe immer so viel, und das wäre jetzt so ziemlich die abschließende Frage, Matthias. Viele Menschen sagen, wo ist mein Potenzial? Was kann ich schon? Ich bin ja eh nicht wichtig. Ja, auf mich kommt es eh nicht an. Ich habe mir das Beispiel gebracht, ja, jeder Tropfen nährt und wenn keiner Tropfen reinkommt, kommt nie ein See. Das war ein bisschen anonymer. Jetzt haben wir ein Puzzle. Und beim Puzzle, glaube ich, ist jetzt sehr transparent, selbst wenn ich 10.000 Puzzlesteine habe und der Matthias sagt jetzt, mein Puzzlestein ist nicht wichtig, sage ich, Matthias, das wird nie fertig. Und so reisen wir auch durchs Land zu ermächtigen. Und was für mich schon immer verwunderlich war, ist, wo ich gehört habe, der Mensch hat ein Potenzial, ich sprich mit dem und der rationalisiert oder die rationalisiert es total weg, als wie wenn es nichts wäre. Und ich war teilweise erschrocken direkt von dieser Demut, die irgendwie mit Glauben oder mit Mustern oder Prägungen zu tun hat. Was würdest du den Menschen sagen, Selbstermächtigung, ich wirke jetzt mit, ich bin Gestalter, wo immer mein Potenzial liegt. Was wäre da deine Botschaft? Ja, erstens, du bist einzigartig. Du bist einzigartig mit all deinen Gaben, auch mit deinem Licht und mit deinem Schatten. Und natürlich warten auch auf jeden Menschen Berufungen. Jetzt kann man sagen, das Wort mag ich nicht, dann sage ich halt okay. Dann Aufgaben oder Widmungen. Irgendwas muss ich mit deinem Leben auch anfangen. Ne? Und das ist Widmung, das ist Zuwendung. Und jeder Mensch hat natürlich Zuwendung, die hoffentlich auch Sinn stiftet. Eine Aufgabe hier im Miteinander mit anderen Menschen auch ist irgendwo Mitgestalter des großen Ganzen. Und das beginnt immer im Kleinen und jeder kann im Kleinen diese Akzente setzen. Ich kann heute für meine Nachbarin, die Hochrisikogruppe ist, einkaufen gehen. Dann ist mein Talent das Einkaufen. Ja, warum nicht? Das Bedürfnis der Zeit ist jedenfalls hier da. Also die Frage ist, was kann ich gut, was mache ich gern und wo kann die Welt es jetzt brauchen? Und jeder ist zum Brauchen. Jeder ist zum Brauchen. Da geht ausnahmslos jeder. Und der Rollstuhlfahrer genauso wie die Legasthenikerin. Und du lebst das ja vor. Du hast hier eine Initiative geboren, die wird am Anfang auch, was das eine Mensch erzählt haben, zwei Menschen, drei Menschen. Heute machst du da Interviews quer durch Mitteleuropa und inspirierst hoffentlich andere Menschen damit und die Kreise ziehen sich und wir sind ein Netzwerk von kleinen Inseln und wenn wir uns zusammenschließen, wird das Ding zu einem Archipel
Und das hat irgendwann auch die Macht, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. So müssen wir das sehen. Und wenn du das mit bewusst leben, gerade im Bereich bewusst leben, sind so viele Initiativen unterwegs. Das kann jeder als Knotenpunkt auch in seinem Umfeld starten. Und der eine sagt, ja, ich möchte bewusster verstehen die Wirkung von Heilpflanzen, dann ist sie oder er ein Knotenpunkt. Und die andere sagt, ich möchte bewusster mit Ernährung umgehen. Der nächste ist Lehrer und sagt, ich möchte bewusster in der Bildung das Thema Entfaltung fördern. Der übernächste ist Handwerker und sagt, ich möchte ein Knotenpunkt sein. Mein Werkstoff ist Holz und was weiß der Thomas alles über Holz, ist ja faszinierend. Holz ist ja unglaublich faszinierend. Unglaublich, jetzt beforschst du das an der ETH Zürich. Diese Geschichten, die noch vor 10 Jahren ein Spinner waren, Holz schlagen beim Mond und so weiter. Dann hat es ganz eine andere Widerstandskraft und so weiter. Plötzlich wird das beforscht. Plötzlich sagt die Wissenschaft, ja, da ist was dran. Wir verstehen es noch nicht, aber man muss was zu tun. Ja, wenn der Mond ganze Meere heben kann und senken, warum soll er mit dem Baum auch was machen können mit uns? Also ich verneige mich immer vor dem Mondkalender meiner Mutter. Nicht, dass ich ihn verstehe, aber ich sage, da wird schon was dran sein. Und das ist ja spannend. Thomas, ich glaube, jetzt so auch für die Wirtschaft werden neue Dinge entstehen. Und das würde ich mir auch aus der Schwarm, aus der positiven Schwarmintelligenz wünschen. Braungart, Cradle to Cradle, das sind geniale Geschichten. Und das hat eine riesige Wertschöpfungskette bei uns im Land. Und wenn man da ermutigt, Menschen einlädt, da gemeinsam zu wirken und wir da bündeln dürfen, weil du gesagt hast, Europa vielleicht eins noch zum Verständnis. Die Themen sind auf 5 Ebenen aufgebaut, aber die Umsetzungsräume sind die Gemeinden. Weil so. Du brauchst da immer Struktur. Und ich glaube, diese 2000 Gemeinden, da haben wir jetzt eigentlich heute wäre die erste lebenswerte Gemeinde präsentiert worden, natürlich verschoben, in Salzburger Land, wir machen es noch geheim, aber genialer Bürgermeister. Ja, der aber nicht so ein Patriarch ist, der oben sitzt und ich mache, sondern der die Leute einbindet, völlig klar ist. Und das könnten so Vorbildzellen werden, die wirklich wirken auf andere. Und da sind im Ländle auch einige. Ja, das glaube ich. Habe ich toll festgestellt. Du, eine ganz letzte Frage noch. Felix Gottwald als unser Mentor spricht, es braucht jetzt Wahrhaftigkeit. Was verbindest du da damit? Wie sagst du das? Wahrhaftigkeit. Ja, glaube ich schon. Wahrhaftigkeit ist die Schwester der Authentizität, der Ehrlichkeit. Wir sind natürlich durch all die Errungenschaften, die wir hier erarbeitet haben als Menschheit in den letzten Jahrhunderten, durch all den Wohlstand, da sind wir so gebettet in Materialismus, aber auch in Sachzwänge, dass wir Wahrhaftigkeit kaum mehr leben können, weil wir natürlich auch in so viele Konsumzwänge gebettet sind. Es gab nie eine Generation, der so viel ins Ohr geblasen wurde. Da ist jeden Tag Tumult, hunderte von Botschaften, was du zu tun hast, damit du schön, erfolgreich, stark, gut positioniert am Heiratsmarkt, am Arbeitsmarkt, wo auch immer bist. Und ganz viel von extern wird dir herangetragen, was du zu tun hast. Und deswegen ist das Innere auch so wichtig. Ja, zu sagen, ich richte mich auf, und ich muss den Maßstab im Innen tragen. Und aus dieser inneren Klarheit emergieren dann äußere Formen, wahrhaftig äußere Formen. Wenn ich den Maßstab nicht in mir trage, sondern äußeren Erwartungen hinterherhechte, dann bin ich nicht wahrhaftig. Und keine Generation in der Geschichte der Spezies Homo sapiens war hier so gefordert wie wir. Weil es noch nie so laut war, weil es noch nie so schnell war, weil es noch nie so vielfältig war. Weil wir haben so viele Optionen wie nie eine Generation zuvor. Wir sind die Multi-Multi-Optionen-Generation. Das ist ein großes Geschenk und ist eine große Last. Und unter der Last zerbrechen auch viele, die diesen Maßstab in sich nicht finden. Nur die Wahrhaftigkeit kann dir auch nachhaltig Orientierung geben. Ansonsten korrumpierst du dich selbst und entfernst dich damit mit jeder Entscheidung auch von deinem Wesenskern. Und ein glückliches Leben ist, glaube ich, und das ist nicht einfach und ist nicht jeden Tag happy-peppy,
Aber ein geglücktes und glückliches Leben ist, wenn die Entscheidungen, zumal die größeren deines Lebens, dich ein Stück weit dir näher bringen, deinem Wesenskern, und dich nicht von dir abspalten und entfernen. Schön. Matthias, vielen, vielen Dank. Meine Bitte, Teil 2 nach Ostern. Das war jetzt ganz stark da. Ja? Ist das möglich? Ja, Bildung hast du gesagt, oder wie? Oder schauen wir auf das Thema Da habe ich noch Entscheidung. ein paar ganz spezielle, Ja. detailliertere Themen, weil nach Ja. Ostern wissen wir mehr, wie ist die Situation, wie geht es Ja. weiter im Land. Und gerade so dich als Ermutiger, die brauchen wir jetzt. Wir haben Chancen, aber natürlich sind Ängste da verständlich, wenn ich sage, wie ernähre ich Familie, wie geht es mit Mitarbeitern weiter. Ja. Ängste sind großartige Ratgeber. Ja. Sie dürfen Schön. uns nur nicht dominieren lassen von ihnen. Das wäre falsch. Ja. Sie dürfen uns Süß. nicht reiten, aber sie sind Teil von uns. Sie halte ich für super wichtig und für völlig eingeschätzt. Wunderbar. Also Matthias, vielen, ziemlich. vielen Dank. Bis bald. Du, alles Gute, Georg, für deine Initiative und für euch alle, die damit anpacken, nur das Beste. Ja. Ja. Und für dich mit dieser genialen Berndorf-Stiftung, ich glaube, da kommt jetzt Ja, auch was, das was ist. bin ich happy auch. Wir gehen Und ja ins mit Finale deinen zusammen vielen auf Sonnenland. Initiativen, die du sonst hast, weil du bist ja wirklich sehr, sehr Ja. vielschichtig unterwegs. Schön. Danke für dein Wirken, für deine Zeit, für dein Engagement. Vierte Mitte. Danke, Georg. Ciao.